willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ein kleines Update, beziehungsweise, naja, eigentlich ein großes Update für Science on Your Truck aus dem SCS-Forum von Trobacco. Und ich will euch das einfach mal zeigen anhand des neuen DAFs, den wir ja zuletzt ins Spiel bekommen haben. Da will ich euch das am besten mal dort zeigen. Funktioniert bei allen SCS-LKWs. Das vielleicht mal vorweg. Also, was kann ich dann da genau machen? Das will ich euch jetzt hier zeigen, indem dass wir jetzt einfach mal alles durchklicken, damit wir nichts vergessen. Also machen wir erstmal die Spoiler kurz ran, damit wir wissen, okay, das passt und vielleicht kommt da noch was dazu. Also von Sonnenblende bleibt alles gleich. Und ihr erkennt es eigentlich anhand hier dieser Slots hier oben zum Beispiel noch. Da habt ihr die vorderen Schilder. Und dann könnt ihr hier schon mal anfangen, irgendwas. Guck mal hier, Fahrerausbildung. Auch sehr nett. Wenn man möchte, hier Fahrschule und hast nicht gesehen, dann kann man da dementsprechend hier diverse Schilder anbringen. Ansonsten gibt es halt ganz viele diverse, die wir auch kennen, ne? Dann kann man irgendwas machen, was man so möchte. Ich mache jetzt einfach nur sporadisch. Dann hier vorne gibt es natürlich auch noch die Schildchen, da kann man geschlossene ADR-Tafel machen, finde ich natürlich sehr gut, passt auch gut. Dieses Kaviar, wenn man, glaube ich, Container fährt, ne? Nicht Container, hier diese Brücken, ne? Glaube ich, das ist Brücken von der Deutschen Bahn, glaube ich, oder? Mit Planen und so, sind das die, glaube ich, ne? Ansonsten Fahrausbildung ist klar und halt hier noch weitere Zeichen, die uns halt bekannt sind. Was auch ganz gut ist, natürlich auch hier die ganzen Klassen, wenn man Gefahrgut fährt, finde ich sehr interessant. Hier ist nämlich alles mit am Start. Alles, was so Rang und Namen im Gefahrgut hat, sogenannte Plakats, da kann man dann die festmachen. Wenn man jetzt irgendwie Gefahrgut fährt, ist es immer gut, wenn man vorne auch eine Warntafel dran hat. Vielleicht sogar die passende dazu mit der passenden Klassifizierung. Coole Sache. Ne? So, das bleibt gleich. Hier auch. Dann haben wir hier unten... Ich muss einfach mal durchschauen, ob wir hier noch irgendwas haben, weil da zum Beispiel haben wir hier noch zwei Sachen. Also da gucke ich mal durch, da könnt ihr hier dann euer Länderkürzel reinmachen, wenn ihr wollt. Hier die für Deutschland. Gibt es aber, ich glaube, auch unten, Moment, gab es früher mal, ich glaube auch ein bisschen größer. Und nee, hier, so rum mit Landesflaggen, ne? Das wäre in dem Fall dann so, ne? Ihr könnt aber hier auch ganz anders machen. Das ist dann euch überlassen, was ihr hier macht, aber das funktioniert und finde ich, sieht dann auch ganz schick aus. So, dann geht es weiter hier drüben. Aufkleber toter Winkel oder dann hier dieses Angel Mortis ist ja dieses, was man so hat, standardmäßig. Aber es finde ich gut, dass man es hier noch anbringen kann. Ich mache es mal auf beiden Seiten. Ne? Hier, Aufkleber Ghostbuster. Achtung, toter Winkel nochmal. Also da könnt ihr hier ein bisschen beliebig rumkleben, wenn ihr wollt. Finde ich auf alle Fälle ganz interessant. Ne? Das ist natürlich auf der anderen Seite auch noch hier, ne? Das seht ihr selber, aber wenn ihr das hier hinsetzt, ist es auf der anderen Seite das gleiche, ne? Das gleich schon mal vorweg. Ich lasse es auch dran, dann können wir uns das nochmal genauer anschauen und passt dann auch. So, Aufkleber für hinten, guck mal, was man hier kleben kann, ganz, ganz viel. Da könnt ihr dann dementsprechend, warte mal, hier kann man zum Beispiel machen, wieder Länderkürzel, in der sich sagt, was mache ich, machen wir hier, da ist Deutsch zeichnen, dann haben wir hier noch, geht es weiter runter. Mit den ganzen Geschwindigkeiten. Hier fangen wir unten an mit ganz klar mit 60. Was hat man noch drauf? Meistens 70 oder dann kommt eh schon 80. Ne? So die typischen gängigen Sachen, die was man drauf hat. So. Dann hier noch die Schildchen. Was haben wir noch alles? Immer noch bunte Sachen mit dabei. Ganz viele verschiedene Sachen hier. Ne? Da fallen ganz viele Länder. Also ist für jeden was dabei, würde ich jetzt einfach mal schwer behaupten. Feuerlöscher, die nehmen wir mit. Ne? Feuerlöscher sind immer gut. Dann gleich, das wirkt auch natürlich gleich viel edler hier, wenn es alles so dran ist. So, dann hier haben wir nichts. Gute Nachricht, das bleibt alles hier. Das bleibt auch, da haben wir auch nichts mit dabei. Wir hatten vorher oder beziehungsweise früher, ich glaube, das gibt es jetzt hier gar nicht, weil das jetzt hier nur Kunststoff ist, gibt es natürlich hier auch noch die Möglichkeit bei anderen LKWs, dass man hier hinten auch noch Slots hat, genau unter dem Rücklicht, aber nur auf der Seite. Auf der Seite ist das Kennzeichen. Ne? Also da könnt ihr das dann auch noch nutzen. Finde ich aber eine tolle Geschichte hier und wertet natürlich den LKW noch mal ein bisschen auf, weil es einfach realer wirkt, ne? Ganz klar. Hier haben wir noch ein vorderes Schild für Baustellenfahrzeug, finde ich auch ganz schick. Oder hier auch noch mal zum Ding noch mal Breadlast und. Also das ist ja alles mit dabei. Transport, schwer, langes Fahrzeug hier noch, Schwertransporte, alles da, was man so braucht, auch in verschiedenen Schriftarten, finde ich gut. Ist wirklich jedem was dabei, ne? Long Vehicle, Oversize Load und, ne? Cool, oder? Also sieht richtig dann gut aus. Gefällt mir persönlich sehr gut hier. Ja? Toll. Ganz, ganz toll.
Man könnte jetzt hier kleben, kleben, kleben. Und wie schon gesagt, das funktioniert wirklich bei allen SCS-LKWs. Natürlich halt individuell halt da, wo es halt hinpasst. Ne? Klar. Im Interieur gibt es noch genau einen Anbaupunkt, den ich euch zeigen möchte. Das wäre dann der hier in der Mitte. Nee, Quatsch, das ist der von außen. Entschuldigung, da ist er. Blub. Da habt ihr noch die Aufkleber. Ne? Die gibt es einmal so. Aber ich glaube, die sind noch nicht kompatibel, wenn ihr seht. Also da lasst euch nicht irren. Denn die sind noch nicht kompatibel für den DAF. Nämlich, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, da gibt es ja die diverse Schilder hier noch. Länderkürzel und natürlich dann auch hier die Euro-Norm. Ne? Wenn ich jetzt mal sage, okay, ich habe jetzt hier Euro 6, zack, und klatscht hier hin, dann schwebt die hier in der Luft. Das ist jetzt aktuell noch bei dem Euro, beziehungsweise bei dem DAF XG und XG Plus. Aber bei den anderen LKWs, egal ob das der Next Generation ist oder der Magnum oder, ist ja Bosch, da funktioniert das. Ne? Hier ist, wurde das noch nicht gefixt. Nur mal so zur Info noch am Rande, damit ihr denkt oder nicht denkt, hier ist auch ein Fehler. Das ist hier noch nicht mit am Start. Aber ihr habt da ganz viele Sachen mit dabei, die ihr dann hier noch hinkleben könnt. Vor allen Dingen die Euro-Normen, die kommen immer gut, wenn man die hier an der Scheibe kleben hat. Egal was für ein Land hier mit dabei ist, bei den Tschechen, Belgien, Deutschland, alles mit dabei. Und das finde ich eigentlich richtig gut, weil es wirkt auch sehr authentisch. So, also jetzt hier nochmal die ganzen Aufkleber, die ihr sehen könnt. Hier dieses Ghostbusters, dann Angel Mortis, glaube ich, das kennen wir mittlerweile alle, denn das ist das, was wir, oder was ich tagtäglich wirklich fast auf jeden LKW mittlerweile schon sehe. Ich glaube, es gibt immer weniger, die das nicht haben. Dann genauso Achtung, toter Winkel dahinter ist sicherer. Finde ich aber gut, die Aufkleber, ne? Die kommen richtig gut rüber. Dann ihre Ghostbusters und da vorne noch die ganzen Aufkleber bzw. Plakats, Tafeln, nennt wie ihr so wollt. Aber ich finde es richtig, richtig gut. Und hier natürlich hinten noch mit dem Feuerlöscher, Länderkürzel, Geschwindigkeiten, die ihr dann hinten dran habt, die sehen richtig gut aus. So, nochmal. Hier vielleicht nochmal so. Finde ich richtig gut, denn das hat auch fast jeder LKW hinten dran kleben. Ne? Und so. Ich finde es einfach eine tolle Geschichte und vor allen Dingen, dass es bei allen LKWs geht sowieso. Das kommt richtig gut rüber. Das macht es nochmal authentisch und wenn man es natürlich, ich habe hier natürlich ein paar Sachen hingeklatscht. Man muss hier nicht alles nutzen, was da dran klebt. Aber einfach so mal das L für Lärmarm oder hinten die Länderkürzel oder dieses Angel Mortis, finde ich einfach eine runde, gute Geschichte hier, oder? Finde ich zumindest. Darf natürlich jeder für sich selber entscheiden, was er daran macht. Aber ist für mich auch natürlich ein Mod, wo ich sage, der ist richtig gut. Ne? Das kann man richtig gut gebrauchen und nutzen, weil es dann doch alles realer und echter wirkt, ne? Mit solchen coolen Schildern. Ne? Und das wird ja immer wieder erweitert mit neuen Schildern und mit neuem Zeug. Und das finde ich auch immer wieder toll. Habt ihr Fragen dazu? Dann dürft ihr es gerne machen, indem ihr es einfach kommentiert. Entweder hier oder im SCS-Forum. Link dazu alles in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß jetzt hier mit den ganzen Klebern hier. Und dann klebt mal eure Bude voll. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.